Nicola Pelz-Beckham verrät, Brock löhnt Panik vor ihrer Hochzeit. Nicola, 28, und Brock löhnt Pelz-Beckham, 24, sind nicht erst seit ihrer Hochzeit im April 2022 unzertrennlich. Auch zuvor hatte das Traumpaar noch nie eine Nacht getrennt verbracht. Umso schwerer fiel es dem Nachwuchskoch. Ausgerechnet die Nacht vor der Hochzeit ohne seine Auserwählte zu überstehen. Denn die Zweifel vor der Trauung waren groß. Wie Nicola selbst im Interview mit Cosmopolitan enthüllt, geriet ihr Zukünftiger kurz vor der Hochzeit regelrecht in Panik. Dass sie ihn vor dem Altar stehen lassen könnte. Unsere eine getrennte Nacht war die Nacht vor der Hochzeit. Wir hatten Panik, enthüllt die 28-Jährige. Dass sie sich am Tag der Trauung auch noch verspätete, weil sie mit befreundeten Fotografen Bilder in ihrem traumhaften Hochzeitskleid von Valentino machte. Nahm dem Sohn von David, 47, und Victoria Beckham, 48, die Sorge nicht unbedingt. Er schrieb mit am Tag unserer Hochzeit und fragte, wirst du zum Altar gehen? Wirst du zum Altar gehen? Erinnert sich die Schauspielerin. Denn ich habe Fotos mit Luigi und Iango gemacht. Die Fotografen, mit denen ich mich angefreundet habe. Und wir lieben es so sehr. Zusammen Fotos zu machen, dass ich dachte, oh mein Gott, ich werde zu spät kommen. Ich muss zum Altar gehen. Anführungszeichen. Als sie endlich auf ihr Telefon blickte, sah sie, dass Brock Löhn ihr geschrieben hatte. Was machst du? Bist du fertig? Bist du fertig? So seine besorgten Nachrichten laut Nicola. Ich schrieb, ja, ich werde es tun. Keine Sorge. Ich liebe dich. Und tatsächlich gab die Milliardärs-Erbin dem Briten letztendlich auf dem luxuriösen Anwesen ihres Vaters Nelson Pelz. 80, in Palm Beach, Florida, das Jawort. Überschattet wird die dreitägige Luxushochzeit im Nachhinein jedoch von einem laufenden Gerichtsverfahren. Der Brautvater hat Ende des Jahres Klage gegen eine der insgesamt drei beauftragten Hochzeitsagenturen eingereicht und seine Anzahlung in Höhe von rund 150.000 Euro zurückverlangt, weil sie ihrem Auftrag nicht nachgekommen seien. Die Hochzeitsplanerinnen Nicole Brakin und Ariana Grialba reichten gegen Klage ein und berufen sich darin auf Vertragsbruch. Verwendete Quellen: Cosmopolitan.com, Daily Mail Co.